Abus hat ein neues Video hochgeladen, das hat mir Khabib geraten. Schauen wir mal, was der gute Khabib ihm gesagt hat. Abus, da sind wir wieder. Grüß dich. 5 Wochen her, wie geht's dir? Alles gut, soweit, alles in Ordnung. Sehr gut, ich bin ganz gespannt. Ich habe viel Wellenstein gesehen mit Khabib, darum geht's heute. Aber erstmal so ein bisschen, was so abgeht, kleines Update. Letzter Kampf ist 5 Wochen her. Wie lange beschäftigt einen das so, wenn man verloren hat? Wie lange hat man das so im Kopf? Du hast verloren, du weißt das, aber jetzt, dass du die ganze Zeit drüber nachdenkst, das ist jetzt falsch. Ich hatte auch jetzt nicht sozusagen so eine harte Vorbereitung da gehabt, sondern nach 1-2 Wochen war ich wieder da. Wenn du so sagst, Dagestan, Trainingscamp, wie ist das so der Unterschied? Wie würdest du das sagen? Ja, ja, das ist Tag und Nacht. Ne? Die Jungs drüben, die leben für diesen Sport. Ne? Die sind 24-7 Kampfmodus. Und hier ist das ein bisschen wie Hobby. Vorbereitung bald anfängt, habt ihr schon Datum, was ihr anvisiert? Also Datum hatten wir schon direkt nach letzten Event, da der Mick mir das persönlich versprochen hatte. 2. März ist es immer noch. Jetzt geht es nur um den Gegner. Die haben mich gefragt, ob ich bestimmte Wünsche habe. Ich habe gesagt, ja, am Ende des Tages. Boah, scheiße, ey. Oh Mann. 2. März. Warte mal. Riad, Saudi-Arabien, Junge. Ich bin am Start. Ich dachte gerade, das wäre Amerika oder irgendwas. Das ist in Riad. Digga, Leute, sorry, ne, aber ich ziehe nach Saudi-Arabien. Ich kann auch gleich da bleiben. Februar, Tyson Fury, Alexander Usyk in Riad. Anfang März Abus Magomedov, UFC in Riad. Und dann Ende März Anthony Joshua gegen Francis Ngannou in Riad. Ich bleib gleich da. Wieso komme ich überhaupt wieder zurück nach Deutschland gefühlt? Ich bleib einfach gleich dort. Ich flieg hin, ich schaue mir das auf. Ich gehe auf jeden Fall hin, um Abus dort zu supporten. Ich werde schauen, dass ich da drüben bin, ja? Ich wollte schon zu UFC nach Brasilien, um Abus dort zu supporten. Hat leider nicht geklappt damals. Ich werde kämpfen, egal wen ihr mir gibt. Ich habe bis jetzt nie jemanden ausgesucht und ausgewählt. Hauptsache ihr findet jemanden, dass ich die Vorbereitung dann nicht umsonst mache sozusagen. Mhm. Es war ja ein paar Mal so, dass ich ein paar Vorbereitungen umsonst gemacht habe. Da habt so einen Instagram-Post, da stand Team Khabib drunter. Woher kennt ihr euch? Also wir kennen uns schon seit, keine Ahnung, 7, 8 Jahren, nicht länger. Ja, und jedes Mal, wenn der in Deutschland ist, meldet er sich gerne mal was essen, ein bisschen quatschen. Erzählt ein paar Geschichten aus Deutschland, wie es hier ist, so mit Steuern und so. Ja, nach meiner ersten Niederlage in der UFC, seitdem waren wir im Kontakt. Der hatte mich mal eingeladen zu sich, zum Trainingslager und so. Unsere letzten Treffen war das immer so online, über Social Media. So. Und letztens haben wir uns persönlich getroffen und der hat mich überzeugt, ein paar vernünftige Gründe genannt, warum ich ausgerechnet mich in Dagestan vorbereiten soll. Das hat mich überzeugt. Jetzt geht die Reise nach Dagestan. Okay. Ab 1. Januar bin ich dann sein Gym in Dagestan. Ich habe schon ein paar Jungs extra für mich so bekommen. Ja, stimmt. Ich sehe das doch auf Instagram. Abus ist gerade mit Lom Ali ist da drüben. Die trainieren dort gemeinsam die ganze Zeit. Für Lom Ali ist es auch richtig geil, dort zu trainieren mit den Jungs natürlich. Ne? Es ist das einzig Richtige. Ganz einfach, es ist das einzig Richtige, dahin zu gehen und dort zu trainieren. Wenn man in der obersten Liga mitmischen will, muss man in der obersten Liga mittrainieren. Ganz einfach. Kommen, die dann um mich kümmern werden, so junge, hungrige Löwen, sagen wir mal so. Ein Stück weit supportet er dich ja auch. Hast du da noch seine Coaches oder wie ist das dann? Ja, das komplette Paket halt, ne? Coaches, ernährungsmäßig, was angeht, kraftmäßig. Am wichtigsten ist, sind die Sparringspartner. Ja, plus er selber wird auch ab und zu da sein. Das wird auf jeden Fall eine harte Vorbereitung. Man kennt ja vom Hören da und da, wie hart es manchmal da abgeht. Sowas könnte mir keine Angst machen. Und was ist für dich so der Hauptgrund, wie du gesagt hast, da hat er dich mit überzeugt? Also es gab ein paar mehr Gründe. In ATT ist es so, dass so wie ich locker 60 Kämpfer da sind, dass die mittlerweile schon so satt sind, dass die so, die achten schon, aber du musst schon Champion sein oder kurz vor Titel sein, dass du die komplette Aufmerksamkeit bekommst. Das plus, was so trainingsmäßig angeht, was Essen auch angeht. Nämlich das Einzige, was mich in Amerika ärgert, ist das Essen, weil ich bin sehr, sehr wählerisch, was Essen angeht. Wenn mir da irgendwas nicht merkt, dann hätte ich gerade 2 Tage nichts essen, Mann. Das Größte ist, was mich dazu getrieben hat, dass Khabib ist so jemand, der Maximum erreicht hat in diesem Sport. Was sportlich angeht, menschlich angeht,
Also der Typ ist eine Legende. Und wenn so jemand mir sagt, komm, ich helfe dir mit der Vorbereitung, würdest du Nein sagen. Und das ist ja auch... Ja, es wäre auch einfach dumm, Nein zu sagen. Stellt euch mal vor, ihr wollt MMA-Fighter werden. Profi-MMA-Fighter, UFC, was weiß ich was. Und Khabib kommt zu euch und sagt, komm bei mir trainieren. Wir helfen dir dabei, Erfolg zu haben. Also wer sagt denn da Nein? Da lässt du alles stehen und liegen und ab geht's und geh dahin und nutzt diese Gelegenheit. Ganz ehrlich. Vor allem, Khabib bietet diese Gelegenheit ja auch nicht jeden, weißt du? Umso mehr ein Grund, das anzunehmen. Auch nicht das erste Mal, dass mir das Angebot macht. Jetzt ist es soweit. Ich glaube auch, wenn ich jetzt keine Potenzial hätte, da in der UFC irgendwas zu reißen, ich glaube nicht, dass ich so ein Angebot bekommen hätte. Das zeigt mir auch, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Man muss, wie gesagt, nur mit der richtigen Vorbereitung, richtigen Einstellung da reingehen und dann müsste das funktionieren. Also ich muss 1. Januar schon im Gym sein. 1. Januar ist es Montag, sodass ich so 3-4 Tage vorher rüberfliege. Ein paar Tage erstmal klarkomme, weil Dagestan ist auch, das sind Berge und so, das ist andere Luft. Ich werde mich hier versuchen, fit zu halten. Ein bisschen ringen, ein bisschen boxen, ein bisschen laufen. Und allem ein bisschen, dass ich, wie gesagt, dass ich ab 1. Januar dann Vollgas geben kann. Sehr gut. Und wird es Vlogs aus Dagestan geben? Ich glaube, einen Vlog würde geben. Ich glaube schon, dass die Jungs auch so Bock drauf hätten, um zu gucken, wie das Ganze von drinnen da aussieht. Aber dafür brauchen wir ein paar Likes und Kommentare und Abos natürlich auch. Das sowieso, das sowieso. Also, Jungs. Geil, Mann, ich bin gespannt. Nach wie vor überzeugt davon, dass Abu sehr, sehr viel Potenzial hat und einiges in der UFC reißen kann. Mal sehen, wie er mit diesem neuen Trainingslager in Dagestan dann vorankommt.